Kapitel 2 Der Bürgerkrieg. Während der ersten Jahre der Sowjetherrschaft schien sich die Aussicht auf eine Weltrevolution zu bestätigen. Die Zeit zwischen 1918 und 1919 war durch soziale Erhebungen gekennzeichnet, wie man sie seit 1848 nicht mehr gesehen hatte. In Deutschland und Österreich folgte der militärischen Niederlage der Sturz der Monarchie. Überall war von Räten die Rede. In Ungarn und Bayern übernahmen, wenn auch nur kurz, Räteregierungen tatsächlich die Macht. In Italien wurden Fabriken besetzt. Aber das Erbe von 50 Jahren allmählicher Entwicklung konnte nicht so schnell ausgelöscht werden. Die alten sozialdemokratischen und Gewerkschaftsführer füllten die Lücke, die dadurch entstanden war, dass die bürgerlichen Parteien an Glaubwürdigkeit verloren hatten. Der kommunistischen Linken einerseits fehlte die Organisation, um darauf zu antworten. Sie handelte, wo sie keine Unterstützung bei den Massen hatte. Und wo sie diese Unterstützung besaß, versäumte sie zu handeln. Doch war die Stabilisierung in Europa 1919 recht brüchig. In allen europäischen Ländern war während der folgenden 15 Jahren die bestehende Gesellschaftsordnung mehrmals ernsthaft bedroht. Hinzu kam, dass die Erfahrung sowohl der kommunistischen Parteien als auch der Arbeiterklasse sie viel besser als früher verstehen ließen, was gerade politisch vorging. Die russischen Bolschewiki hatten jedoch nicht die Absicht, eine Revolution in anderen Ländern abzuwarten. Die Verteidigung der Sowjetrepublik schien untrennbar verbunden mit dem Vorantreiben revolutionärer Bewegung außerhalb Russlands. Aber einstweilen wurden alle nächsten Schritte und Aufgaben der russischen Revolution nicht von den bolschewistischen Führern, sondern von den internationalen imperialistischen Mächten bestimmt. Diese hatten einen Kreuzzug gegen die Sowjetrepublik begonnen. Bevor man an etwas anderes denken konnte, mussten zunächst die weißen und ausländischen Armeen zurückgedrängt werden. Dazu mussten alle verfügbaren Reserven genutzt werden. Mit der Unterstützung durch das Volk, dem revolutionären Elan und zeitweilig, wie es scheint, mit bloßer Willensanstrengung gelang es, die Kräfte der Konterrevolution zu vertreiben, obwohl sie sich im äußersten Osten Russlands noch bis 1924 hielten. Aber der Preis, der für diesen Sieg zu zahlen war, war hoch. Er ist in materiellen Größen nicht allein zu fassen. Aber schon was materielle Seite angeht, war er groß. Vor allem die Produktion in Industrie und Landwirtschaft war von den Folgen des Bürgerkrieges betroffen. 1920 betrug die Produktion von Roheisen nur 3% des Vorkriegsausstoßes, die Produktion von Hanf 10%, die von Flachs 25%, Baumwolle 11%, Rüben 15%. Das bedeutete Armut, Hunger und Not. Aber noch mehr, Auflösung der industriellen Produktion hieß zugleich Auflösung der Arbeiterklasse. Sie war auf 43% ihrer früheren Stärke dezimiert worden. Der übrige Teil war entweder in die Dörfer zurückgekehrt oder tot auf den Schlachtfeldern geblieben. Rein quantitativ bedeutete das, dass die Klasse, die die Revolution geführt hatte, die Klasse, deren demokratische Willensbildungsprozesse den lebendigen Kern der Sowjetmacht dargestellt hatte, in ihrer Bedeutung um die Hälfte geschrumpft war. Tatsächlich war die Situation noch schlimmer. Übrig geblieben war nicht einmal die Hälfte der Klasse, die sonst durch die Natur ihrer Lebenssituation zu kollektivem Handeln gezwungen ist. Die Industrieproduktion betrug nur noch 18% des Vorkriegsbestandes. Die Arbeitsproduktivität war um 2/3 gesunken. Allein von dem, was das gemeinschaftlich Produzierte einbrachte, konnten sich die Arbeiter nicht am Leben erhalten. Viele von ihnen gingen dazu über, auf eigene Faust Produkte und sogar Maschinenteile bei den Bauern gegen die notwendigen Lebensmittel einzutauschen.
Nicht nur war die führende Klasse der Revolution dezimiert, sondern mehr noch. Die Beziehungen, die die einzelnen Arbeiter miteinander verbanden, waren nicht dieselben, die den Kern der revolutionären Bewegung von 1917 gebildet hatten. Die kämpferischsten Arbeiter hatten naturgemäß während des Bürgerkriegs in vorderster Front gekämpft und waren dementsprechend am ehesten gefallen. Die Überlebenden wurden nicht nur in den Fabriken gebraucht, sondern als Kader in der Armee und als Kommissare zur Kontrolle derjenigen, die staatliche Verwaltungsaufgaben wahrnahmen. Bauern aus dem rückständigen Hinterland ohne sozialistische Traditionen oder sozialistisches Bewusstsein nahmen ihren Platz ein. Was aber musste das Schicksal einer Revolution sein, deren führende Klasse so gut wie nicht mehr existierte? Dieses Problem hatten die bolschewistischen Führer nicht voraussehen können. Sie hatten stets erklärt, dass die Revolution, wenn sie isoliert bleibe, von ausländischen Armeen und von der Konterrevolution im eigenen Land niedergeschlagen wurde. Nun standen sie vor dem Problem, dass es der Konterrevolution von außen gelungen war, die Klasse, die die Revolution geführt hatte, zu zerschlagen. Aber der Staatsapparat, den die revolutionäre Arbeiterklasse aufgebaut hatte, war erhalten geblieben. Damit hatte die revolutionäre Macht gesiegt. Aber in ihrer inneren Zusammensetzung bahnten sich radikale Veränderungen an.